Die einzige Antwort auf die geballte Irrationalität des Lebens ist, dem Leben noch etwas irrationaler daherzukommen, indem man sich mal selbst bei der Hand nimmt und tapfer ins Dunkle stolpert. Vielleicht mal auch in ein Kino, ohne zu wissen, was einen erwartet. Wie ein Dieb in der Nacht, auch ohne eine Filmkritik gelesen zu haben. Denn vorher Gewusstes betäubt nur den Instinkt. Und der Instinkt ist das Einzige, worum es im modernen Film geht. Und wenn es einem dann im Kino passiert, dass die übliche Religion der Dinge verblasst und man sich plötzlich verliert in die Filmstory und die Filmstory verliert sich in die Personen und plötzlich findet man sich wieder in einer Filmfigur. Man entdeckt sich in der Figur auf der Leinwand, dann brennen plötzlich 1000 Kerzen in einem, ohne dass man eine einzige angezündet hat. Und das ist doch alles, was Film zu bieten hat. Dass man etwas besser zu sich selbst passt, wenn man aus dem Kino rauskommt, wo man gerade eine Filmfigur gehijackt hat. Was einem wieder dieses schräge Lächeln aufs Gesicht zaubert, was man so dringend braucht und worauf es zum Schluss ganz allein ankommt. Denn besser zu sich selbst passt man nur so lange, solange man noch keine Erklärung dafür hat. Das war's mal aus dem Süden der Nacht, Jungs. Cool Runnings.